Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne ein Full-Face High-End-Produkte mit dir schminken oder sehr teure Produkte. Jedenfalls nicht Drogerie, weil das habe ich letztens mit dir zusammen gemacht, was ich dir hier mal verlinke. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und erstmal mache ich mir meinen Haarreifen rein. Der kommt immer rein. Weil sonst fusseln mir meine Haare im Gesicht rum und ich werde wahnsinnig. Wir starten heute einfach mal mit dem Primer von How Cosmetics, das Indigo Child Pearl Shine Elixir. Das ist total super. Ich sag euch das. Erstmal schütteln und dann wird es gleich mit der Pipette aufgetragen. Und danach strahle ich wie in einer anderen Dimension. Das ist der Shit. Echt. Das ist wirklich so eine ganz, ganz flüssige Geschichte, die halt, ne, wie du siehst, in der Pipette hier drin ist. Ich nehme hier so ein bisschen was mit der Pipette auf. Die Pipette ist auch ein bisschen nach vorne gebogen und gebe das einfach mal auf mein Gesicht. Und der Tisch möchte auch mit geprimed werden, scheinbar. Mist. Gut, dass ich den Tisch sauber gemacht habe, dann kann ich nämlich den Primer einfach vom Tisch nehmen. Ha! Und der riecht gut, Leute. Oh, das ist so ein schöner, erfrischender Duft, den man gerne als Primer hat. Ich finde das so wundervoll, wenn man diesen Glow im Gesicht hat. Du hast dieses Strahlen, du siehst aus, als wärst du einfach frisch und, ne? Finde ich großartig. Ja, definitiv ein richtig geiles Teil. Also das ist auch einer meiner favorisierten Primer, muss ich sagen. Und weil ich ihn so liebe, würde ich mir am liebsten als komplette Bodylotion oder Bodymilk aufgeben. Oh, der ist echt toll, der riecht gut, der macht gut, der ist gut. Kleiner Mann, was ist los? Was ist los? Willst du mir was sagen? Nein. Nein, ich will nicht, Bräuchchen. Dann habe ich hier von Yves Saint Laurent eine, ja, ich würde mal sagen, Luxusprobe von einem Make-up, von einer Foundation. Touche Eclat All-in-One Glow Foundation. Glow und ich sind Freunde. In der Farbe B20 Ivory. Wo hatte ich die denn drin? Die hatte ich letztens bei der Douglas-Bestellung, nämlich in diesem, ne, Goodie-Paket, genau. So sieht das Pröbchen aus, so sieht natürlich nicht die Original-Foundation aus. Was macht denn die Fliege jetzt hier? Willst du mir jetzt die ganze Zeit auf den Keks gehen? Ich glaube nicht. So sieht die Foundation auf der Hand aus. Da kann ich auch ein bisschen mehr drauf machen. Ich habe mir jetzt ein bisschen was von der Foundation auf die Hand gegeben. Die ist sehr fest, ne? Sieht jetzt nicht unbedingt flüssig aus. Hat einen leichten gelben Unterton. Da bin ich auch einfach mal gespannt, wie sich das dann auf der Haut verhält. Ne? Ich habe das jetzt hier an der Stelle mal so ein bisschen verrieben. Ja, riecht auch ganz okay. Und jetzt nehme ich mir einen Foundation-Pinsel und verteile mir erstmal die Foundation im Gesicht. Ja, das scheint zu funktionieren. Ne? Die Farbe scheint zu passen. Ich gebe mir einfach mal ein bisschen was direkt hier auf den Pinsel. Das ist einfacher, als wenn ich das hier über die Hand mache. Ich bin gerne praktisch unterwegs. Ich finde, dass ich relativ viel von der Foundation brauche und dass ich sie definitiv auch hier den Hals runterblenden muss, um da halt eine einheitliche Farbe zu kriegen. Aber das muss ich eh meistens, weil irgendwie ich so viele verschiedene Farben an meinem Körper habe. Und hier habe ich auch noch ein bisschen. Was ist das denn? Primer auf dem Oberteil. Super. Das ist übrigens ein Kleid. Von Ernstings Family habe ich das Kleid übrigens. Wen das interessiert. Es ist ja öfters, dass ich mal gefragt habe, hey, was hast du für ein Oberteil an? Das ist ein Kleid von Ernstings Family. Ja, einfach so ein T-Shirt-Kleid. Ich sitze hier wieder und laber und laber. Ja, die Foundation habe ich jetzt schon mal ganz gut in meinem Gesicht verteilt. Hat sich ganz gut soweit verteilen lassen. Und jetzt werde ich die mit dem Beauty-Schwämmchen einarbeiten. Das habe ich natürlich angefeuchtet. Und ja, gehe dann über mein komplettes Gesicht einmal drüber. Die Deckkraft von der Foundation ist leicht, sehr leicht. Bestimmt kann man die aufbauen, ne? Kann ich ja mal versuchen gleich. Bin halt nicht so der Fan von Full Coverage. Ich mag das gerne, wenn man meine Haut sieht, wenn man meine Sommersprossen sieht. Und ja, ich mag meine Haut. Gute Haut. Ich finde das herrlich übrigens auch, dass die Foundation eher leicht deckend ist, weil du den Primer so schön noch durchscheinen siehst. Und dadurch, dass die Foundation eine Glow Foundation ist und der Primer ein Glow Primer, ist es so
strahlend und frisch und ich will das gar nicht abmattieren gleich mit dem Puder, aber ich sette das halt immer ganz gerne, um da halt noch so ein bisschen alles festhalten zu lassen, dass es sich nicht verfliegt irgendwo hin, ne? Ja, guck, also es ist halt wirklich eine leichte Deckkraft, das sieht man. Man sieht hier meine Sommersprossen durch, man sieht hier meine Rötungen durch. Finde ich aber vollkommen in Ordnung. Ja, ich will die auch gar nicht weiter aufbauen. Die kann man garantiert noch ein bisschen aufbauen, aber ich will es nicht, weil ich mag das so. Ja, also ob man da jetzt einen High-End-Preis für bezahlen muss, lasse ich jedem selbst so, ne, überlasse ich jedem selbst. Hat einen Lichtschutzfaktor von 23 übrigens auch noch. Ja, ne, ist halt für mich eine ganz leichte Foundation. Da kann ich auch im Prinzip genauso gut eine BB-Cream verwenden. Naja, aber sie war dabei, sie wurde getestet und für gut befunden. Als nächstes ja, möchte ich meine Augenpartie ein bisschen aufhellen. Da habe ich hier von Becker den Under Eye Brightening Corrector in der Farbe Light to Medium. Und da wurde mir beim letzten Video, wo ich den gezeigt habe, gesagt, dass ich den viel, viel weniger benutzen sollte. Und das machen wir doch jetzt mal. Ich nehme einen Pinsel und nehme wirklich ganz wenig. Das ist wirklich sehr wenig. Ich sehe kaum was. Dann probiere ich mal. Ja, ein bisschen was macht der schon, ne? Also, ja, doch. So minimal reduziert der schon so ein bisschen die Rötung. Aber ich gebe mir gleich auf jeden Fall noch einen Concealer drüber. Ich soll den auch gar nicht als Concealer-Ersatz verwenden, wurde mir gesagt. Aber im Alltag mache ich das ganz gerne tatsächlich. Dass ich mir den so ein bisschen über die Augencreme einfach auftupfe. Habe ich jetzt diese Woche mal täglich gemacht und ich fand, ich sah ganz schön frisch aus. Ne? So sieht es dann aus. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch eintapern muss oder so. Aber wenn ich auch so mit dem Finger drüber gehe, dann spüre ich den auch kaum. Nur so eine leicht klebrige Textur. So, auf jeden Fall jetzt in homöopathischen Mengen verwendet. Kommen wir jetzt zum nächsten Produkt. Das ist jetzt kein direktes High-End-Produkt, aber auch kein Drogerieprodukt. Deswegen habe ich es jetzt hier ins Video mit aufgenommen. Und zwar ist es von Dr. Pierre Ricot, der Luminexpert, beziehungsweise das Luminexpert 3-in-1 Augentreatment. Das soll ganz, ganz viele tolle Dinge machen und ist halt ein Concealer, ne? Der soll die Müdigkeit wegnehmen, der soll das ein bisschen glätten und feiner aussehen lassen und ja, die dunklen Augenringe korrigieren. Ja. Dann nehme ich einfach hier den Applikator und gebe mir das so direkt auf mein Auge auf. Da aber auch nur so ein bisschen, weil es macht jetzt relativ wenig Sinn, finde ich, wenn ich jetzt einen heftigen Full-Coverage-Augengedöns machen würde. Ja, genau. Aber halt so eine leichte Foundation trage und gleich versuche ich mich ja auch leicht zu schminken. Der Versuch und der Wille ist da. Dann nehme ich wieder meinen Foundation-Pinsel, um das so einfach so zu verteilen. Würde ich ja sonst ganz gerne mit meinen Fingern machen, aber das geht aktuell einfach nicht. Und dann arbeite ich das mit dem Schwämmchen einfach wieder ein. Okay, das gefällt mir von der unteren Augenpartie her richtig gut, weil das so richtig schön natürlich aussieht. Finde ich echt klasse. Und ja, den Rest von dem Concealer, der noch auf dem Foundation-Pinsel ist, verteile ich mir einfach hier unten einfach mal so ein bisschen. Einfach, weil es da ist. Das deckt jetzt auch nicht ultramäßig ab, es ist einfach nur so ein bisschen, um das restliche Produkt zu verteilen und um das, was da ist, wegzumachen. Aber das kriegt er nicht weg. Das ist ja alles leicht und fluffig, locker. Egal. Toller Concealer, ich liebe ihn. Setten werde ich das Ganze hier mit dem by Terry Hyaluronic Hydra Powder. Und ja, das ist eine kleine Luxusprobe, die bei der Flaconi Muttertagsbox oder so mal mit drin war. Oder Weihnachtsbox. Da gebe ich mir etwas von diesem sehr, sehr, sehr feinen Puder in meinen Deckel. Und puder ganz leicht mein Gesicht ab. Ich habe nicht so viel, weil ich den Glow so toll finde. Und das ist einfach ein ganz, ganz feines Puder, was wirklich sich so ganz sanft auf das Gesicht legt, aber wo man echt aufpassen muss, weil ich auch gerne mal ein bisschen zu viel unter mein Auge gebe. Und bei Fotos gibt das schon so einen Flashback-Effekt. Das finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten ist es einfach ein sehr sanftes, schönes, natürliches Finish, was da hinterlassen wird und das gefällt mir einfach. Ja, deswegen ein tolles Puder. Ich verwende jetzt mal direkt im Anschluss einen Bronzer. Da habe ich hier von Too Faced den Milk Chocolate Soleil Bronzer. Das hatte ich mal in einem Trash-Paket mit drin, Leute. Da hat sich nämlich die Dame, mit der ich das getauscht habe, leider, leider die Farbe zu hell gekauft. Und bei mir funktioniert es gerade so.
Also der ist wirklich, wirklich hell. Ne? Ich könnte den tatsächlich auch noch ein bisschen dunkler vertragen, aber ich liebe ihn. Er ist wunderbar. Oh, der ist echt schön. Und ja, ne? Der gibt eine dezente Aufbräunung des Gesichts und da nehme ich auf jeden Fall einen großen fluffigen Pinsel und trage mir damit den Bronzer auf. Und du hast auch einen Spiegel drin und der riecht so geil und der ist einfach wundervoll. Er ist so wundervoll. Und der passt zu mir schon, ne? Oh. Ich mag diesen Bronzer einfach so sehr. Weil, ach, der ist dezent, ne? Der gibt eine dezente Bräune ins Gesicht, aber, ne? Ich finde es hübsch und man fühlt sich so edel, weil es auch so riecht und man hat diesen Too Faced-Duft. Ich bin ja immer zu knickerig, um mir solche Produkte dann auch einfach so mal zu kaufen. Ne? Aber wenn man sowas dann irgendwo in einem Paket mit drin hat oder wie auch immer sich holt durch einen Gutschein zum Beispiel bei Douglas oder bei Flaconi oder sonst irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Flaconi gibt, aber ne, ich finde, sowas feiert man einfach immer. Und ihr werdet merken, Too Faced und ich, ja, beziehungsweise ich glaube, es ist eher eine einseitige Liebe, aber ich mag Too Faced sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Hm? Too Faced, call me, please. Ich würde ausrasten. Ja, ne? Geiles Teil. Definitiv. Diesen Blush, Tease, Trendy Cosmetics, B Blushes, hatte ich tatsächlich mal in einer Glossy Box, Pink Box, Box Box. Ich glaube, Glossy Box war es tatsächlich. Und das ist in der Farbe 402 Sunkissed. Der sieht so aus. Und es war sehr witzig, als manche die Box ausgepackt haben. Da ist nämlich so eine Delle vorne drauf. Ne? Haben manche gesagt so... Oh nein, der ist ja schon kaputt. Nein, das muss so. Das ist Produktdesign, Leute. Und die Farbe ist interessant. Also es sieht aus wie ein Mix zwischen Highlighter und Bronzer. Es ist aber ein schimmernder Blush, so ein bisschen ins Peachige. Und den trage ich euch jetzt mal auf. Mir trage ich den auf, genau. Gehe da mit einem etwas fester gebundenen Blushpinsel rein. Und gebe mir den hier wirklich auf. Und wenn man den genug einarbeitet, wird der auch wirklich ein Blush. Es ist eine Gewöhnungssache. Ich persönlich bin eigentlich wirklich mehr so der Fan von richtigen Blush. Ne? Also wenn Blush, dann möchte ich auch entweder rosa oder richtig Aprikotfarben. So ist es eher ein gold-peachiger Schimmer. Aber für den Sommer finde ich das eigentlich ganz cool. Ne? Kann man wohl auf jeden Fall mal machen. Und ja, hat Kickback, aber ich bin auch gerade ordentlich reingegangen. Man fühlt sich so ein bisschen wie so eine Goldkugel von der Froschkönig. Ja, wie gesagt, das ist nicht mein Favorit, aber es ist, glaube ich, der einzige. Nee, nicht. Nee, ich habe noch andere. Ah, stimmt, da mache ich gleich noch einen anderen drüber. Ja, das sind immer ganz tolle Ideen, die man dann hat und dann sieht man am Ende aus wie... Aber mal gucken. Ich glaube, dass ich den tatsächlich auch in Zukunft eher als Highlighter verwenden werde, weil mir da halt einfach dieser warme, ja warm ist er ja, ist ja Gold, ne? Aber mir fehlt da so ein bisschen dieser Unterton ins Pinke oder so. Er hat halt einen leichten Peach-Unterton, aber, ne? Könnte ein bisschen mehr sein. Ja, ne? Also haut mich jetzt nicht von den Socken, aber ich habe ihn jetzt nochmal getestet. Ja. Ist eher ein Highlighter, aber da muss ich gucken, ob ich nicht vielleicht einen anderen schönen goldenen Highlighter habe. Ich habe hier aber spontan noch die Sweet Peach Glow Palette von Too Faced. Die habe ich nämlich hier immer in meiner Schublade, die ich hier auf dem Tisch habe. Und da gehe ich doch einfach mal in diesen Blush rein. Genau. So mock wie das hier. Und gebe mir den, der ist nämlich sehr zart pigmentiert, einfach mal drüber. Mal, ob das funktioniert. Ja, dann geht das. Bisschen fleckig, finde ich, ist es geworden. Aber es geht. Der Blush sitzt. Es ist halt kein pinker oder extrem peachiger oder aprikotfarbener oder sonst irgendwie Blush. Es ist einfach nur eine etwas dunkle Betonung der Wangenpartie. Ich finde, man sieht es auch aus der Nähe. dieser Blush hat, also von Tease, ne, der hat starke Glitzerpartikel. Das ist für mich tatsächlich eher ein Highlighter, denn ich glitzer im ganzen Gesicht und das ist mir dann doch ein bisschen zu viel, wenn ich das über die ganzen Wangen verteilt habe. Das heißt, der wird entweder in meine Highlighter-Sammlung gehen oder tatsächlich zu meinen Mädels weitergehen.
Ich weiß noch nicht. Weiter geht's mit den Augenbrauen. Da habe ich von Dr. Pierre Ricot den Eyebrow Pencil in der Farbe Brun Forcé. Also das ist, glaube ich, blond, ne? Oder hellbraun oder so. Das ist einfach ein Stift und auf der anderen Seite ein Spoolie und den mache ich mir jetzt drauf. Dazu benutze ich natürlich den Spiegel von der lieben Jana. Also die Farbe feiere ich echt so mega, weil das endlich mal ein Stift ist, der für Blonde passt und nicht aussieht, als hättest du da irgendwie rote Augenbrauen oder weiß ich nicht, das ist so richtig schön aschig. Ja, das ist voll meins. Das ist die perfekte Farbe. Deswegen versuche ich den auch überhaupt nicht anzuspitzen, weil er sonst schneller leer geht. Ich will es nicht. Ich liebe es. Oh, so ein toller Stift, so eine tolle Farbe. Das ist echt mega geil. Es geht so leicht und so einfach und, ach Mann, darauf ein Schluck Fanta. Die Lidschattenpalette nehme ich hier. Das ist von Too Faced, die Sweet Peach Palette. Smells like peaches. Und die ist schön, da kannst du einen schönen, dezenten Look auch mit schminken. Ne? So eine schöne Metallverpackung. Ich finde die einfach wundervoll. So rum wäre es, glaube ich, noch besser, weil so rum muss die, ne? Hast ja dann die einzelnen Pfirsiche drin und ach, die ist einfach wunderschön. Ah, Mensch. Ne? Bevor ich die Lidschattenpalette verwenden kann, gehe ich aber hier in meinen MAC Paint Pot, um ihn als Lidschattenbase zu verwenden, in der Farbe Soft Ocker. Und auch da wurde mir gesagt, Claudi, versuch den mal aufzugeben mit einem angefeuchteten Pinsel. Deswegen nehme ich mir einen Pinsel, feuchte ihn an. So, er ist feucht. Der Spiegel leider auch. Oh Mann! Ich bin übrigens auch so jemand, ich benutze immer meine Kleidung, um alles Mögliche sauber zu machen. Meine Brille, die übrigens immer noch kaputt ist. Oder irgendwelche Spiegel hier sauber machen oder überall drüber wischen. Und keine Ahnung, da ich ein Kleid anhabe, ist es auch total super. Da habe ich ihn erstmal wieder einigermaßen sauber gemacht mit meinem Kleid. Läuft. So, angefeuchteter Pinsel in den MAC Paint Pot und dann ab aufs Augenlid. Oh Leute, guter Tipp. Vielen Dank dafür. Guter Tipp. Richtig guter Tipp. Ja, dadurch lässt er sich auf jeden Fall viel schöner verteilen und ist nicht so pastig, wie ich das bei der First Impression hatte. Das ist super. Erste Äderchen sind abgedeckt. Erste Äderchen. Die Äderchen sind erstmal grob abgedeckt. Mit der Farbe Peaches and Cream werde ich jetzt erstmal mein Lid setten. Also sowohl das Bewegliche, was sich ja hier unten befindet, als auch das Unbewegliche hier oben. Die Farbe Summer Yum gebe ich mir in meine Base-Lid-Falte. Yummy, yummy. Ich liebe die Qualität von Too Faced Paletten. Ich liebe sie so sehr. Es geht immer so schnell, sich einen wundervollen Look mit diesen Paletten zu schminken und ja, sie lassen sich wundervoll ausblenden und sie sind einfach toll. Oh. So, dann blenden wir das nach oben hin so ein bisschen aussoften die Kanten. Mit der Farbe Peach Pit, was so ein etwas Lavendel, ja nicht Lavendel, aber ne, violetter, dunkelvioletter Schimmerton ist, vertiefe ich meine Lidfalte. Und damit das nicht zu hart wird, weil es echt eine dunkle Farbe ist, mache ich das wirklich mit einem ganz dezenten Blendepinsel und wieder mit dem Blendepinsel hier mit dem großen alles wieder verblenden, verblenden, verblenden. Die Farbe Bellini gebe ich mir mit einem Smudgerpinsel außen auf mein bewegliches Lid. Ich sprühe den Pinsel mal an, vielleicht ist dann die Pigmentierung etwas netter. Yep. Definitiv. Die Farbe Lucius gebe ich mir auf mein inneres bewegliches Lid. Der Pinsel ist immer noch angefeuchtet, aber ich habe ihn jetzt einfach umgedreht.
Und das lässt sich tatsächlich einfach auftragen, sogar wie eine Cut Crease, ohne eine Cut Crease ziehen zu müssen. Wow. Die Farbe Cobbler nehme ich jetzt nochmal, um mir einfach meine Lidfalte nochmal zu vertiefen, weil das gefällt mir noch nicht so ganz. Da muss man dann auch mal ein bisschen rumexperimentieren. Das finde ich schöner, weil du da auch so einen Schimmer mit drin hast. Ich mag ja Schimmer sowieso sehr, sehr gerne und habe auch überhaupt nichts drum bei, mir einen kompletten Augenlook nur mit Schimmerfarben zu schminken. Und der schimmert echt toll. Menschenskinder, doch. Und dann nehme ich mir hier nochmal mit dem angefeuchteten Smudger-Pinsel die Farbe Nektar und gebe die auf mein Zentrum. Das ist schon mal ganz nett. Mit Peaches and Cream verblende ich nochmal oben die Kanten ein wenig. Mit einem angefeuchteten Point Brush setze ich mir Nektar auch noch in den Innenaugenwinkel, in das Inner Corner Highlight. In das Inner Corner und setze mir dort ein Highlight. Ja. Der ist hell. Der ist gut. Und dann nehme ich noch den Grünton Bless Her Heart und setze mir den unter meine Wasserlinie, unter meinen unteren Wimpernkranz und presse das richtig dran. Und ich blende mir das auch mit dem Blendepinsel noch hier in dieses äußere V ein bisschen mit rein, damit halt quasi ein harmonischer Übergang entsteht und du nicht nur unten so diesen grünen Strich hast, sondern dass es halt oben noch mit reinfließt. Fallout entfernen wir, denn Fallout habe ich leider ein wenig. Und so sieht dann erstmal der Augenlook aus, aber wir sind ja noch nicht fertig. Das ist immer so ein bisschen creepy, finde ich, wenn man mittendrin ist. Erstmal verwende ich noch einen Eyeliner-Pencil. Das ist ein Quickliner for Eyes Intense von Clinique und das ist die Farbe 03 Intense Chocolate. Das hatte ich in so einem Clinique-Set mit drin und den benutze ich doch mal als Eyeliner. So schaut der aus. Das ist so ein Stift zum Hochdrehen, den du aber nicht wieder runterdrehen kannst. Gefällt mir nicht so gut, muss ich gestehen. Ja, aber ich arbeite auch tatsächlich lieber mit anderen Eyelinern als mit solchen Texturen. Das ist nicht so ganz mein präferierter Stil. Aber naja. Es hat funktioniert, ist jetzt alles ein bisschen dicker geworden, als ich das normalerweise mag. Ich versuche mir den jetzt auch nochmal als Tightlining quasi hier oben in die Wasserlinie zu geben. Das ist jetzt mit Tightlining und das ist ohne. Dann siehst du mal den Unterschied. Ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan davon, also es muss nicht unbedingt sein. Ich wollte nur mal austesten, wie es aussieht, wenn man den tatsächlich auch mal auf der Wasserlinie verwendet. Ja. Kann man machen, ist jetzt aber kein Muss, ne? Naja. Also das ist ein Stift, den ich jetzt nicht so unbedingt brauchen würde, muss ich gestehen. Aber der war halt im Set mit drin, deswegen beschwere ich mich nicht. Als Mascara verwende ich die von Barbour, die ich in der Barbour-Box mit drin hatte. Das ist die Ultra Definition Mascara und die ist hoffentlich toll. Sie sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Also ich mag dieses Packaging von Barbour sehr, sehr gerne. Das ist sehr hochwertig. Es hat ein Gummibürstchen. Es kommt auch nicht zu viel Produkt mit raus. Und die riecht echt angenehm. Irgendwie so nach einem Hauch von natürlicher Vanille. So. Erste Schicht. Ach Quatsch. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also, ich finde, damit kann man durchaus drei Schichten tragen und mir hat sie auch schon in der ersten Schicht, ehrlich gesagt, gefallen. Ne? Also, tolle Mascara, ich mag das Gummibürstchen, das trennt wirklich wundervoll die Wimpern, macht einen schönen Schwung in die Wimpern und einen schönen Augenaufschlag. Ja, das gefällt mir. Als Highlighter-Palette habe ich die von Huda Beauty. Die war in dem Glossy Box Adventskalender, deswegen ist es auch die Winter-Highlighter-Palette. Aber trotzdem möchte ich sie heute drauf machen. Hier hast du vier verschiedene Töne, wovon einer ein Cremeton ist, den ich nicht verwenden werde. Also von der Textur her cremig. Das andere sind pudrige Texturen. Und ich versuche mir Winter Rose aufzugeben. Da habe ich quasi einen Blush, der ein Bronzer
und ein Highlighter ist und ein Highlighter, der ein Blush ist. Mein Leben läuft aus allen Ufern, Rudern, Pinsel. Also diese Palette ist jetzt nichts, was mich von der Socken haut. Da bin ich ehrlich, ne? Die hat, glaube ich, einen Wert von 50 Euro oder so. Schwierig, weil, also ja, sie macht einen Glow, aber du musst sie wirklich aufbauen, ne? Das ist nicht mal eben so, ich gehe leicht in die Palette und habe direkt ein Kabam, sondern du musst da wirklich für arbeiten, dass es schön wird. Und das mag ich nicht. Ich möchte das irgendwie schon so direkter haben. Man kriegt da wohl was mit raus, aber das ist jetzt nichts, was einen von den Socken haut, ne? Naja, und was sind wir da alle eskaliert, ne? Dass da Huda Beauty drin ist. Naja. Ja, und so glänze ich vor mich hin. Achso, meine Wangen habe ich noch vergessen, ne? Hier auch noch, hier, bitte. Also, ich meine, wo sind wir denn hier? Das ist quasi auch so ein bisschen Blush-Ersatz, ne? Aber ich finde es irgendwie niedlich. Also, es passt auf jeden Fall zum Look. Das gefällt mir. Dann fixieren wir einmal mein Gesicht mit dem Urban Decay All Nighter Fixing Spray. Und dann nehmen wir den Claudies Welt Lippenstift von Urban Decay. Das ist in der Farbe Faith Metallized. Und hier steht einfach Claudies Welt drauf. Das ist wirklich ein schöner metallischer Ton, der jetzt auch echt gut zu den ganzen glänzenden Geschichten passt. Ja, ich finde den einfach herrlich. Ich finde die Farbe großartig. Dieses Kupferne, dass der so glänzt und ach, wundervoll. Gefällt mir richtig gut, ja. Und weil es heute echt warm ist, lasse ich die Haare einfach mal im Dutt. Ja, ihr Lieben, das ist der fertige Look aus nur hochwertigen High-End-Produkten oder halt etwas teureren Marken. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren, würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!